Das Spiel scheint nach dem Cover zu urteilen ja eine Art Brettspiel zu sein. Es sind klassische Spielkarten abgebildet, ein Schachbrett und diverse Fantasy-Kreaturen. Wie werden diese Elemente alle eingebaut und kann ein Brettspiel auf Nintendos Handheld auch funktionieren? Was erwartet uns also hier? Was taugt Castle Quest für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Hudson entwickelt und 1993 bei uns veröffentlicht. In den USA war auch ein Release unter dem Namen Triumph geplant, wurde aber nicht umgesetzt. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel an Schach und dieses auch zu Recht. Ihr habt verschiedene Einheiten, welche auf verschiedenen quadratischen Feldern verteilt sind und zieht abwechselnd mit dem Gegner eine von diesen frei wählbar. Um etwas Abwechslung in den Spielablauf hineinzubringen, variiert das Layout des Spielbretts immer mal wieder. Ziel ist es, analog zu Schach den gegnerischen König zu erledigen. Jedoch verleihen die verschiedenen Einheiten dem Spielablauf mehr Tiefe. Grundsätzlich hat jede Einheit einen bestimmten Angriffs- und einen Verteidigungswert, eine gewisse Anzahl an Lebensenergie und verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Die einfachen Frontkämpfer-Orks können zum Beispiel nur ein Feld voraus oder schräg gehen, während Dämonen sich mehr Felder weit bewegen können, dieses jedoch nur diagonal, analog zu den Springern in Schach. Treffen sich zwei gegnerische Figuren auf einem Feld, kommt es natürlich zum Kampf. Dazu wechselt das Spiel in eine ganz andere Ansicht. Hier werden abwechselnd mit Spielkarten gewisse Werte erwürfelt. Dieser Wert wird dann mit der Verteidigung des Gegners verglichen. Habt ihr eine zu geringe Zahl, verfehlt der Angriff. Ist sie hoch genug, verliert der Gegner Lebensenergie. Erreicht dieser dann 0, ist die Einheit besiegt. Wenn ihr im Vorfeld merkt, dass ihr den Kampf verliert, könnt ihr auch noch versuchen, durch die Auswahl von One abzuhauen. Wenn die Felder neben euch frei sind, zieht sich die Einheit dann zurück und der Kampf wird abgebrochen. Stirbt eine Einheit, erscheint sie als Grabstein hinter dem Spielfeld. Wenn 5 Einheiten gestorben sind, verkleinert sich dann das Spielfeld um eine Zeile. Dadurch wird das Spiel im späteren Verlauf dann etwas beschleunigt, da weniger Platz auf dem Spielfeld vorhanden ist. Darüber hinaus gibt es dann auch noch magisch begabte Einheiten. Diese können nicht nur normal kämpfen, welches sie naturgemäß natürlich eher schlecht machen, sondern auch zaubern. Mit deren Hilfe könnt ihr dann eure Einheiten wieder heilen oder schon auf dem Spielfeld Feuerbälle in die gegnerischen Reihen abfeuern. Sollten eure Einheiten einen Kampf gewinnen, erlangen diese sogar Erfahrung und steigen im Rang auf. Dadurch verbessern sich natürlich die einzelnen Werte. Das mag jetzt alles auf den ersten Blick natürlich sehr verwirrend klingen, spielt sich jedoch relativ intuitiv. Es ist eben im Prinzip Schach mit verschiedenen Einheiten und die Kämpfe werden eben rundenweise durch Würfeln entschieden und so kommt ihr nach einer kurzen Eingewöhnung erstaunlich gut mit dem relativ tiefgängigen System klar. Bei dem Spielmodi jedoch erwarten euch jetzt keine große Überraschung. Im Questmodus macht ihr euch auf, um euer Königreich zurückzuerobern und absolviert einen Match nach dem anderen. Euer Fortschritt wird dabei in Passwortform festgehalten. Im Select-Modus könnt ihr diese Level dann frei anwählen. Die Technik kann man getrost zwar als zweckmäßig, aber dennoch liebevoll bezeichnen. Das Spielbrett ist sympathisch gestaltet und die Einheiten haben sofort einen gewissen Erkennungswert. Die Sprites in den Rundenkämpfen sind groß und detailliert gestaltet. Der Sound passt zur Spielerfahrung. Was taugt Castle Quest für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel. Es ist im Prinzip ein Schach, das etwas weiter gedacht wurde und kombiniert daher ein zeitloses Spielprinzip mit etwas Tiefe. Lasst euch nicht von der vermeintlichen Komplexität abschrecken und spielt einfach mal rein. Es ist ein sehr gutes Brettspiel für den Game Boy. Das war der Test zu Castle Quest für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.